Grundsätzliche Anmerkungen mache. Ich habe mir jetzt auch überlegt, ob ich auf Herrn Dr. Schinburg noch eingehe. Ich spare mir das aber, weil wir wirklich auch nur begrenzte Redezeit haben. Ich kann Ihnen nur sagen, dass ich diesen Redebeitrag auch bewusst nicht weiter kommentieren möchte. Aber eine Umlage für die Altenpflegeausbildung ist ein wichtiger und unverzichtbarer Baustein, in der Krise, in der sich die Pflege in der Bundesrepublik Deutschland befindet, endlich etwas entgegenzusetzen, ein Teil, ein bisschen. Die Zahlen, die vorgelegt wurden, machen deutlich, wie katastrophal die Situation ist. Das derzeitige System der Altenpflegeausbildung hat sich als unfähig erwiesen, die Krise zu bewältigen. Und dann nenne ich Ihnen mal die Punkte, die das aus unserer Sicht sind. Das sind die privaten Altenpflegeschulen, das ist das Schulgeld, das sind die geringen Vergütungen, das sind die Gesundheitsgefahren dieses Berufes, aber auch die völlig unzureichende Finanzierung der Pflege in Form einer Teilkaskoversicherung. Das alles zusammen stoppt diese Krise eben nicht, sondern verschärft sie. Und das muss endlich auch angepackt werden, sehr geehrte Herren und Damen. Die Linke forderte und fordert deswegen weiterhin eine komplette Neuordnung der Pflegeberufe. Sie müssen unter anderem zu einem Ausbildungsgang und in das duale Ausbildungssystem nach den Maßstäben des Berufsbildungsgesetzes zusammengefasst werden. Aber das Pflege-Neuausrichtungsgesetz, das von der Bundesregierung vorgelegt wurde, manifestiert jetzt vielmehr noch die Krise. Wer nicht viel Geld hat, ist weiterhin allein aus Kostengründen auf die Betreuung durch Familienangehörige und schwarzarbeitende Pflegekräfte, meistens aus Osteuropa, angewiesen. Das hat auch zur Folge, dass die professionelle Arbeit nach wie vor unter prekären Bedingungen verrichtet wird. Daher haben wir auch immer diese Image-Kampagnen, die von den Hamburger Senaten kreiert wurde, kritisiert. Sie kleistern die Ursachen des Pflegenotstands eher zu. Sie schaffen keinen einzigen Ausbildungsplatz. Sie sorgen nicht dafür, dass Fachkräftesicherung in der Pflege stattfindet. Sie kosten nur Geld. Und die Beschäftigten, ich gucke die Kollegin Müller jetzt mal an, sie kann das bestätigen oder auch nicht, die fühlen sich gelinde gesagt wie Tanzbären mit dem Nasenring durch die Stadt gezogen, wenn sie diese Plakate sehen. Die Presseerklärung, die der Senat zur Pflegepolitik herausgibt, finde ich deswegen auch in Teilen viel zu heroisch. Beispielsweise wurde von Herrn Senator Scheele Ende Januar gejubelt, dass die Fachkräftesicherung in der Altenpflege vorbildlich sei. Der Anlass war eine Qualifizierungsoffensive, die gerade einmal 33 Frauen und Männer betraf. Natürlich ist das nicht schlecht, aber ich sehe keinen Grund zum Jubeln. Es müssen mindestens 10-mal so viel sein. Und noch weniger sehe ich einen Grund, eine Bewertung abzugeben. Ich zitiere, wie vorbildlich das Zusammenspiel zwischen Wirtschaft und Politik in Hamburg funktioniert. Das war reine Standortrhetorik, aber noch lange kein Ausweg aus der Pflegekrise. Denn, das sagte ich ja eingangs, die Ausbildungsumlage in der Altenpflege ist ja ein wichtiger Baustein, den auch die Linke seit langem fordert. Gute Versorgung muss aber langfristig finanzierbar sein und dies ist nur mit noch weiteren Maßnahmen zu sichern. Dazu gehört natürlich die Einführung einer solidarischen Bürgerinnen- und Bürgerversicherung, in die alle unabhängig von ihrer Einkommenshöhe einzahlen. Der Beitragssatz könnte dauerhaft gesenkt werden, würde stabil bei 10% liegen. Wir lehnen deswegen auch weiterhin die Notwendigkeit einer privaten Vorsorge, die nur für die Reichen attraktiv und finanzierbar und das Modell von CDU, CSU und FDP ist, weiterhin entschieden ab. Der Senat schlägt in der Drucksache, die wir jetzt hier heute zur Kenntnis nehmen, weitere Maßnahmen vor, zusätzlich zur Ausbildungsumlage. Diese halte ich zum Teil für Propaganda. Zum Beispiel steht da, dass die Attraktivität Hamburgs als Wohn- und Arbeitsort gesteigert werden soll. Aber wie soll Hamburg bei der aktuellen Mietentwicklung attraktiv sein? Wie attraktiv ist ein Arbeitsort, wenn die Preise des öffentlichen Personennahverkehrs ständig steigen? Ich finde, wenn Sie solche Maßnahmen erwähnen, dann sollten wir auch Hand und Fuß haben und nicht nur etwas abrunden, wo Sie ja zum Teil selber sagen, dass es nur ein Teil ist, um den Notstand in der Pflege zu bewältigen.
Wir haben heute eine Senatsmitteilung auf der Tagesordnung, aus der aus meiner Sicht Verzweiflung spricht. Sie spricht nämlich die Ursachen der Ausbildungskatastrophe nicht an. Diese sind hauptsächlich in der Privatisierung der pflegerischen Dienstleistungen zu finden. Daran ändert auch der gesetzliche Mindestlohn in der Pflege nichts. Ich sagte Ihnen ja, dass ich das etwas grundsätzlicher aufziehe, aber um diesen ganzen Komplex der Pflegepolitik zu verstehen, dieser Mindestlohn in der Pflege wird nach unserem Wissen vielerorts umgangen. Es ist schwer zu kontrollieren und in Anbetracht der hohen Teilzeitquote in der Pflege bietet er auch kein existenzsicherndes Einkommen. Wer als Altenpflegerin oder Altenpfleger arbeitet, macht das mit Leidenschaft, aus Liebe zu Menschen und aus Respekt vor der älteren Generation, aber auch, um von der eigenen Hände Arbeit leben zu können, sehr geehrte Herren und Damen. Die stationären und ambulanten Pflegebetriebe müssen endlich ausbildungsfähiger werden. Dass 271 Stellen in der Altenpflege unbesetzt sind, zeigt, dass hier noch erheblicher Nachholbedarf steht. Gute Pflege darf kein Luxusgut sein, sehr geehrte Herren und Damen. Und deswegen nehmen wir die Drucksache heute zur Kenntnis. Wir verfolgen die Maßnahmen für eine gute Pflege weiterhin kritisch und werden sie mit unseren Vorschlägen begleiten. Applaus